Und ein herzliches Willkommen zurück. Wie in jedem Anfang einer neuen Folge. Willkommen bei Forza Horizon 3. Ich habe aus Versehen schon auf B, also auf Weiter gedrückt. Sodass uns jetzt schon neue Events, neue PR-Stunts und so weiter markiert worden sind. Ich würde mal gleich sagen, wir fangen mal mit einem PR-Stand an, da habe ich Lust drauf. Hast du noch Platz auf dem Schnellwahlmenü für einen weiteren Radiosender? Ich habe die Vertragsunterlagen bereitlegen. Wie viel kann man da jetzt machen? Future Classic Radio. Auserlesene Dance-Musik von unseren australischen Gastgebern. Ich unterschreibe den Vertrag. Hospital Records Radio. Drum and Bass rund um die Uhr. Kommt sofort. Ich mach das klar. Okay, zwei Stück. Okay. So, was haben wir da? X. Online zeigen. Das hier ist Horizon Online. Bei Horizon Online reicht es nicht, Erster zu werden. Fahr sauber, fahr stylisch, fahr eindrucksvoll. Du gewinnst genauso viele EP wie der Typ, der am Ende vorne liegt. Es gibt drei verschiedene Spielarten. Beim Online-Abenteuer schicken wir dich zu tollen Veranstaltungen im ganzen Land. Du kannst mit deinen Freunden sofort loslegen und musst dabei lediglich fahren. Bei der Online-Freifahrt kannst du dein eigenes Abenteuer wählen. Wir lassen dich mit deinen Freunden die weite Landschaft frei erkunden. Holt ein paar Wagen aus der Garage, tretet bei Veranstaltungen an, hakt die Löffelliste ab oder fahrt dem Sonnenuntergang entgegen. Erstmals kann auch die Horizon-Kampagne im Koop gespielt werden. Sorge mit deinen Freunden dafür, dass Horizon Australia das beste Horizon aller Zeiten wird. Sämtliche Errungenschaften im Koop zählen auch für deine Solo-Kampagne, also sei bloß nicht schüchtern. Das heißt, wir sollten noch da irgendwann einsteigen. Würde ich mal so daraus schließen. Was gibt's denn bei Nachrichten? Okay, das interessiert ja keinen mehr. So. Das heißt, wir könnten jetzt halt Koop-Kampagne und so weiter und so fort online machen. Werden wir in dieser Folge aber erstmal nicht, sondern wir werden uns um den PR-Stand kümmern. Okay, Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ein Blitzer. Jetzt müssen wir schneller sein, glaube ich. Vorne könnte auch ein Blitzer sein, meiner Meinung nach. Fahren wir mal davor und dann in die andere Richtung zurück. Eine Blitzerzone, kennst du die noch? Halte die Tachonadel am Anschlag, bis du die Zone passiert hast. Wir messen dann deine Durchschnittsgeschwindigkeit. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sachte, sachte. Wenn du dich mitten in der Blitzerzone verfährst, können wir deine Geschwindigkeit nicht messen. Sorry, Boss. Okay, ne, ist ja in Ordnung. Okay, das Radio schalten wir erstmal aus gewissen Gründen. Und dann bauen wir ein bisschen Speed auf und versuchen nochmal diese Blitzerzone. Aber voll Gas. Da müssen wir ja auch noch irgendwas. Oder ich will noch irgendwas schaffen in dieser Runde. Jawohl. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Sehr gut. Erstmal bremsen, oder? Das gefällt dir, was? Ich lasse die Crew noch ein paar andere Straßen als Blitzerzonen ausweisen. Hallo Daniel. Es gibt da diesen Fahrer mit einer kleinen Fangemeinde. Würde sich ganz gut in deiner Aufstellung machen, oder? So.
Ah, der fährt da oben. Okay. Ist in Ordnung, werden wir aber jetzt halt noch nicht angehen. Dann ich will erstmal den Blitzer da vorne. Ich würde mal sagen, den würde ich Minimum auf 300 oder so setzen. In die Mitte oder so. So. Wir können ja jetzt nachschauen, was man braucht. 314, genau. Okay, wir können ja noch mal da runterfahren und die zwei Tafeln mitnehmen und die Blitzerzone. Das ist ja noch mal eine Option, die wir haben. Und dann könnten wir uns da nochmal verbessern, weil wir brauchen mehr Punkte. Noch läuft ja alles ziemlich rund. Vielleicht werden wir auch dann demnächst mal wieder eine Rennen machen. Mir kommt so vor, als in der Stadt nicht ganz so flüssig läuft. Das ist auch eine Möglichkeit. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Also gut. Man kann die Wand auch mitnehmen. Okay, Force Feedback ist auch eine gute Antwort. Und zurück, wir müssen noch mal in vor. Da vorne irgendwo. Mal ein Rennen. Rechts halten. Na, zumindest in dieser Folge. Metern rechts halten. Ich bin in dieser Folge noch irgendwas schaffen, bis rechts auf halten. Das beeindruckende Feuerwerk. In 400 Metern rechts halten. Rechts halten. In 400 Metern links abbiegen. Links abbiegen. Route wird neu berechnet. Ein Karma hat uns gefehlt. In 200 Metern rechts abbiegen. Sag dazu mal nichts. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Dass uns da ein verkackter, verdammter KMH gefehlt hat. Okay. Wir können nicht nur Fan-Rennen, sondern es auch Rivalen. Das ist ein Versus-Rennen. Im Rivalen-Modus trittst du gegen den Rest der Welt im Rennen um die besten Zeiten an. Das ist das Problem mit dem Gewinnen, Boss. Jeder will ein Stück vom Kuchen abhaben. Okay, welche Kategorie haben wir? Wir haben, glaube ich, B. Nein, zurück. War es A?
Tatsächlich. Geht bis 800, okay. Also gut. Fahren wir mal ein Zeitrennen in der Hinsicht, so wie es ich verstanden habe. Also man sieht sogar, wie die Gegner fahren. Okay, ich muss wieder ein wenig mehr. Wir haben einen anderen Wagen. Mehr auf Driftung gehen. Ist ja in Ordnung fürs erste Zeitrennen, wenn das. Das ist eine Handbremse. Okay, die Taste mitten auf dem Controller ist Bremse. Warum nicht? Klar, der Wagen ist einfach schon mal um Längen schneller. Warum nicht? Hoppala. Da war die Kurve wohl etwas weiter als gedacht. Vielleicht doch nicht ganz so viel Handbremse. Schön konzentrieren. Okay, irgendwann sind wir so natürlich kaputt. Das ist klar. Wir müssen einfach mehr bremsen. Muss stärker bremsen. Wir müssen nämlich immer mit Vollgas durchfahren. Gas lenken, Handbremse heißt es immer, oder? Also ich weiß ja nicht, die Zeit kann man Längen schlagen. Wir fahren erst noch eine Runde, wenn wir weiterfahren. Eine vernünftige Runde haben. Ich will eine Runde ohne Kollision haben. Wenn, dann fahren wir schon richtig. Die müssen wir jetzt einfach zu Ende fahren. Mann, oh Mann. Das mit den Bremsen habe ich noch nicht ganz so raus. Okay, kurz antippen die Handbremse. Nein, ist auch nicht die richtige Lösung. Das ist vielleicht auch nicht richtig so. Muss man ein bisschen sanfter rangehen an das Ganze. Okay. Die Wahlmodus abschließen. Wirklich beenden? Ja, wirklich beenden. Okay, mehr Credits.
Könnten wir machen. Aber machen wir jetzt erstmal nicht. Brauchen wir ja nicht mehr in dieser Folge. Weil in dieser Folge haben wir schon einiges geschafft. Aber wir kommen jetzt auch zum Ende. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.